Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Java mal wieder. Das heißt, einer ganz, ganz langen Zeit, nämlich Java Swing. Da habe ich eine Anfrage bekommen über das Grid-Bag-Layout und das werden wir jetzt heute uns mal angucken. Also ihr seht es, momentan arbeite ich so ein paar Anfragen ab, weil ich einfach momentan ein bisschen mehr Zeit habe und deswegen schaue ich, dass ich möglichst viel hier geschafft kriege, denn unterm Semester wird es dann wieder ein bisschen schwieriger werden. Tut mir übrigens leid, wenn es dann mal ein bisschen schwieriger wird, aber ja. Ich versuche so viel rauszuhauen, wie ich kann, nur manchmal geht es halt leider auch nicht. Ihr müsst bedenken, ich studiere nebenbei noch. Okay. Für die Leute, die jetzt hier wahrscheinlich diese Swing-Liste verfolgen, die werden erstmal denken, hä, was, neues Video, ja und, ist ja nichts Besonderes. Aber ihr hört es vielleicht, ich habe auch ein geileres Mikro und so weiter und so fort. Gut, also fangen wir an. Was wir hier machen wollen, ist ein Grid-Bag-Layout. Okay, dazu brauchen wir als erstes mal wieder für unser, oh, ich habe es hier Grid-Bag-Layout genannt, naja gut, kleiner Wortwitz, Grid-Bag-Layout hätte ich es eh nicht nennen dürfen, weil es das schon gibt. Genau, wir machen das Ganze wieder mal als Frame, wie jedes Mal, wenn wir mit Swing arbeiten, brauchen wir ein Frame eigentlich. Und wir wollen dieses Mal auch einen Action-Listener wieder benutzen hier. Und Frame muss ich natürlich auch noch importieren, was ich eigentlich dachte, dass ich schon getan hätte, aber habe ich noch nicht getan. So, und jetzt haben wir hier einmal diese unimplemented method. Die ist einfach nur die Action performt. So, jetzt wollen wir einen Button haben, der das Ganze schließt und wir wollen es standardmäßig einfach in unserer Main-Methode öffnen. Gut, dann sagen wir hier in der Main einfach, wir wollen es öffnen. Wie machen wir das? Naja, wir sagen hier einfach drin, wir wollen ein neues Grid-Bag-Layout erstellen hier. Das nennen wir jetzt einfach mal GBL. Grid-Bag-Layout ist gleich New Grid-Bag-Layout und Semikolon. So. Okay, und jetzt wollen wir das Ganze einfach noch anzeigen. Das heißt, wir sagen hier gbl.setVisible true. Okay, und das war es eigentlich schon, was wir hier in der Main machen wollten. Nächste Methode. Ha, das ging doch schnell, ne? Okay, hier unten wollen wir, dass wenn ein Button gedrückt wird, naja gut, den Button müssen wir erstmal kreieren. Upsala, Entschuldigung, den haben wir noch nicht. Also sagen wir hier oben einfach, wir wollen einen Button, den nennen wir Button schließen. Und falls dieser Button schließen hier, naja, Button sollte man vielleicht auch noch importieren. Falls dieser Button schließen gedrückt wird, also if event.getSource, wenn das dasselbe ist wie unser Button, ja, unser Schließen-Button hier, dann sagen wir this.dispose. Ups. Komm schon, was ist denn gerade los? This.dispose. So. Was macht das Ganze? Es schließt einfach unsere App wieder, also Dispose schließt einfach alles, was irgendwie zu diesem Frame dazugehört. Gut, jetzt der anstrengende Teil, der findet im Konstruktor statt. Das heißt, hier drin machen wir jetzt sozusagen die ganze Magie, wir bauen das Fenster auf, wie immer eigentlich. Und was ist das jetzt hier? Ach so, klar, natürlich, weil ich nicht fertig geschrieben habe. Also Grid-Bag-Layout, Klammer, Klammer, weil wir nichts übergeben wollen. Das Einzige, was wir übergeben könnten, wäre ein Titel und den setzen wir einfach mal so. Also Titel von dem Ganzen ist Bogen sind schlimm. Okay. Gut, ich habe gerade South Park geguckt, tut mir leid. Ein bisschen Spaß muss sein. Okay, dann erstellen wir uns ein neues Grid Bag mit G diesmal. Grid Bag Layout, also ein echtes Grid Bag Layout, nicht das Frame, das wir hier schon haben. Und zwar sagen wir dazu auch GBL, denn die andere Variable ist ja nicht mehr gültig. New Grid Bag Layout. Komm schon. Dankeschön. Das hat ganz schön lang gedauert. Okay, Semikolon. Okay, wir müssen hier auch nichts mehr eingeben oder sowas. Und jetzt sagen wir einfach nur noch, wir hätten das Ganze gerne als offizielles Layout für unser Frame gesetzt. Das heißt, wir nehmen hier einfach mal das GBL und setzen das als Layout. So wie wir es immer tun. So, jetzt fängt sozusagen die eigentliche Arbeit an. Jetzt müssen wir dieses Grid-Bag-Layout füllen. Also mit Inhalt, mit Elementen sozusagen. Es ist ja ein Layout. Ein Layout enthält immer mehrere GUI-Elemente. Gut, dazu sagen wir, wir brauchen Grid-Bag-Constraints. Na komm schon. Warum leckt denn hier gerade alles? Okay, Grid-Bag-Constraints nennen wir GBC, ist gleich New Grid-Bag-Constraints. Ihr habt es gesehen, hier kann man vielleicht noch das ein oder andere angeben, aber wir wollen das jetzt hier einfach mal direkt über diese Grid-Bag-Constraints machen. Wir werden gleich sehen, warum das so irgendwie angenehmer ist. So, jetzt sagen wir in diesen Grid-Bag-Constraints, wir wollen unsere ganzen Elemente horizontal anordnen. Das heißt, ihr könnt natürlich euch aussuchen, ob wir die ganzen Dinger vertikal anordnen oder ob wir es so horizontal machen. Wir entscheiden uns einfach mal dafür, dass es irgendwie angenehmer ist, wenn wir das Ganze horizontal machen. Deswegen, fill ist gleich grid
Grid. Bag Constraints, ist es ein, wie heißt es? Ein Enum, das sich hier anspricht. Grid Bag Constraints.horizontal. Wenn ihr vertikal benutzt, dann ist es einfach vertikal. Einfach mal ausprobieren. Aber ich finde es so irgendwie angenehmer. So. Und jetzt sagen wir, wie viel Abstand sollen denn die jeweiligen Elemente haben zu unseren gedachten Gitterlinien? Also ein Gridbag ist auch wieder ein Grid. Das bedeutet ein so ein gekacheltes Feld. Wenn ihr an Excel denkt, dann habt ihr hier auch so ein gekacheltes Feld. Aber die Linien werden alle nicht gezeichnet später. Die Linien werden einfach nur sozusagen für euch in der Bearbeitung als Hilfe genommen. Und genau das hat ein Gridbag-Layout eigentlich auch. Ihr habt diese Linien und da könnt ihr dann was reinmachen und später sieht man die Linien nicht mehr. Okay, aber wie viel Abstand wollen wir denn zu diesen Linien haben? Dann machen wir jetzt einfach mal 5 Pixel zu der Linie Top, also oben drüber, zu der Linie, welche Reihenfolge war das? Ich weiß die Reihenfolge leider nicht. Achso, stopp. Gridbag Insets ist gleich New Insets, so rüber muss man das machen. Dann habe ich hier auch die Anzeige. Also 5 Pixel nach oben, 5 Pixel nach links, 5 Pixel nach unten und 5 Pixel nach rechts. Im Uhrzeigersinn ist es, wie wir gerade gesehen haben. Okay, so, jetzt fangen die einzelnen Elemente an. Das war sozusagen das Allgemeine, was wir hier brauchten. Jetzt sagen wir, wir wollen das Ganze einzeln, also jetzt wollen wir die Elemente reinpacken. Und dazu fangen wir auf der linken Seite mit unserem Button an. Button muss nach oben. Da sagen wir dann gbc.gridx. So, also wir sagen jetzt unserem Grid-Bag-Constraint sozusagen, an welcher Stelle wir gerne wären. Also an der Stelle 0 und an der Stelle 0. Grid y gleich 0. So, wir fangen also mit unserem ersten Element an. Und hier sagen wir jetzt, das erste Element Grid Width ist auch 0. Also es ist 1. Logischerweise ist es ein Element breit, was wir hier machen wollen. Und es ist genau ein Element hoch, was wir machen wollen. Okay. So, jetzt sagen wir hier drin, also jetzt haben wir eingestellt, wo wir uns befinden und wie das Layout das Element behandeln soll. Jetzt sagen wir hier, unser Button schließen, halt stopp, ich habe nur schließen genannt. Schließen ist gleich New Button, also jetzt erstellen wir unser neues GUI-Element sozusagen. New Button und hier soll bitte schließen drin stehen. Schließen, so. Dann geben wir unserem Button schließen den Action Listener, Set Action. Add Action will ich doch haben. Add Action Listener und wir sagen, wir sind selber der Action Listener, weil wir haben ja hier oben den Action Listener implementiert. Da geht es ja nur um diese Action performed hier unten. Okay, also wir haben den Action Listener und jetzt haben wir sozusagen unseren Button fertig erstellt. Jetzt geben wir unserem Grid Back Layout die Constraints mit. Also wir sagen, Achtung, wir sprechen jetzt hier wieder das Layout an. Das Layout, nicht die Constraints, das ist ein Riesenunterschied. Wir übergeben diese Constraints, also Set Constraints, und zwar über einen Component. Und was ist das für eine Komponente, die wir einfügen wollen? Naja, unser Schließen-Button. Und was sind die Constraints? Die Constraints haben wir oben schon mehrfach definiert, das sind nämlich die GBC hier. So, und jetzt ist unser Button drin. Jetzt müssen wir noch hinzufügen, Add Schließen, ups. Und der Button ist vernünftig verarbeitet worden. Okay, jetzt haben wir sozusagen alles, was wir brauchen. Jetzt machen wir noch zum Beispiel ein Label rein. Das setzen wir direkt über unseren Button. Aber ich kopiere uns jetzt einfach mal das hier, weil das ist im Prinzip sehr, sehr ähnlicher Code. Also ihr könnt ja auch einfach das Ganze mit als Funktion dann exportieren und das Ganze sozusagen automatisieren. Hier die ganzen Sachen als Parameter machen. Es wäre sicher intelligenter, wenn man das so machen würde. Wir sagen hier wieder gridbackconstraints.gridx. Jetzt sind wir an der x-ten Stelle immer noch bei 0, aber wir wollen es oben drüber haben. Also sagen wir hier gridy auf 1, gridwidth von gridheight. Passt alles. New Label. Meine GUI. Keine Ahnung. Achso, natürlich sollten wir hier nicht den Schließen-Button verwenden, sondern ein Label. Okay, Action Listener kriegt es auch keinen. Und jetzt übergeben wir hier einfach unserem Label, unserem Label L, übergeben wir die Gridbag Constraints wieder und packen das zusammen ins Gridbag Layout, fügen es hier hinzu und haben schon das nächste
in unserer Anwendung drin. So, jetzt machen wir noch ein letztes Element. Das wird eine Liste werden. Die ist dann ein bisschen höher. So, also eine Liste anstelle Grid X 0. Okay, Grid X ist 0, aber es ist jetzt mehr als 1 hoch, nämlich 2 hoch. Und es hat auch kein Action-Listener, das machen wir weg hier. So, jetzt machen wir hier eine Liste draus. List aus Java AWT. Keine Ahnung, L können wir sie nicht nennen, also nennen wir sie Liste. Also List ist gleich New List. So, und jetzt kommt hier rein, wie viele Zeilen man denn hat. Jetzt wollen wir hier einfach mal 5 Zeilen reinpacken. Mal gucken, ob es reinpasst. Vielleicht passt es rein, vielleicht auch nicht. Sagen wir hier einfach mal, wir haben hier ein paar Programmiersprachen, die ihr bei mir auf dem Kanal noch findet. String Item, Java natürlich, wo wir gerade dabei sind. Dann haben wir Python. Wir haben PHP. Wir haben JavaScript. Und wir haben momentan, glaube ich, auch noch C am Laufen. So, okay, das sind jetzt einfach 5 Elemente in unserer Liste drin. Jetzt fügen wir diese Liste hier hinzu. List. Und wir fügen sie unserem Layout hinzu, also add list. So, und dann müssen wir das Ganze eigentlich nur noch packen. Also pack, Semikolon, fertig. Okay, und jetzt sind wir eigentlich schon durch. Jetzt kann ich euch das Ganze mal zeigen, wenn es denn live ist. Hier haben wir meine GUI stehen. Der Schließen-Button ist oben. Ups, ich habe gesagt, der ist unten drunter. Tut mir leid, wir fangen unten an zu zählen, wie wir sehen können. Also, wir fangen oben an. Also 00 ist hier oben, 01 ist hier unten und 11 ist hier drüben. Beziehungsweise hier drüben unten, um genau zu sein. Okay, ja, das ist eigentlich auch schon alles. Ihr seht es hier, es passt sich automatisch an. Also wir haben hier tatsächlich, wenn wir die einzelnen Elemente hier drin haben, die passen hier nicht mehr komplett drauf, sondern, ja, wir müssen hier mehr Abstand reinbringen, weil die Elemente einfach zu fett sind. Das passt sich automatisch eurer Größe an. Also wenn ihr irgendwie so ein komplexes Layout habt oder sowas, dann ist es eigentlich ziemlich cool. Wenn ihr jetzt natürlich hier noch mehr machen wollt, dann schreibt ihr hier einfach bei Grid X und Grid Y noch ein bisschen mehr rein, aber ansonsten, das reicht, glaube ich, für Demonstrationszwecke. Ja, und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ihr habt verstanden, wie man das Grid Bag Layout benutzt. Dann war es von meiner Seite und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!